Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir zu Gast ist heute Felix Mäuse mal wieder. Hallo. Hallo Felix, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir hatten gerade ein lustiges Vorgeplänkel und wir machen heute so eine kleine Freestyle-Folge. Wir werden nämlich heute ein paar Insights auspacken, was passiert eigentlich gerade so mit Genius Alliance und Artech Solutions. Du wolltest als Intro, als Warming-up quasi so ein kleines Gedicht vorlesen, Felix. Okay. Nee, wir müssen ein bisschen Story erzählen. Felix hat nämlich gerade hier am Rechner interessanterweise ein Gedicht formulieren lassen über mich und die Genius Alliance. Daran müssen wir noch überarbeiten. Aber du kannst ja vielleicht mal so die ersten zwei Absätze vorlesen, bevor das zu ausartet. Es ist ganz nett, aber man merkt wie immer irgendwie, dass es GPT ist jetzt halt nicht so. Kreativität da ist genauso. Die Kreativitätsbranche muss wahrscheinlich sich jetzt noch nicht so die Gedanken machen. Aber gut, also es ist auf jeden Fall der Unterschied, um das vielleicht jetzt noch kurz zu nennen, zu normalem ChatGPT, da kann ja inzwischen eigentlich jeder Gedichte schreiben, ist, wir haben den Bot, mit dem wir gerade arbeiten, vor allem mit den Daten von der Genius Alliance und über Norman Müller und alles, was wir so im Internet finden konnten, gefüttert. Und jetzt weiß er einiges darüber. Und das heißt, er ist nicht ganz unbefangen, wenn er ein Gedicht macht. Also ChatGPT würde jetzt halt einfach nur, wenn man den Norman Müller den Namen sagt und Genius Alliance, dann käme wahrscheinlich ein ziemlicher Blödsinn raus. Hier kommt auch Blödsinn raus. Der ist allerdings deutlich genauer auf dich zugeschnitten als das andere Zeug. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Also gut. Norman Müller, ein Name voller Glanz. Ein Experte für den digitalen Tanz. Mit Genius Alliance an seiner Seite führt er Unternehmen zu Erfolgsweite. Die Kraft der kollektiven Intelligenz ist sein Thema. Sein großes Interesse. Innovation und Wandel sind sein Ziel. Mit Top Executives erteilt sein Spiel. Lass mich den einen noch. Ich finde den nämlich auch sehr cool. Ich finde es schön, Zukunft, dass du Spaß gestalten, hast. Ja? Das ist sein Streben. Mit bahnbrechenden Strategien, also nicht Zielen, sondern Strategien, die ergeben. Ein neues Zeitalter der Transformation mit Norman Müller und Genius Alliance in Aktion. Okay. Also wie lange dauert es noch, Felix, bis wir künstliche Intelligenz wirklich als, bis die so weit eingreift, dass sie auch so künstlerische Themen übernimmt? Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, weil teilweise, wir sehen es ja vor allem bei Midjourney, was immer mein Lieblingsbeispiel dafür ist, sehen wir das ja jetzt schon, dass das sehr viel eingegriffen werden kann oder auch einiges insgesamt schon gemacht werden kann, wozu ehrlich gesagt künstlerisch, zumindest im, wie nennt sich es, in der bildenden Künsten, Leute wie ich, die eigentlich gar nicht malen können, plötzlich sagen können, guck mal, ich habe auch sowas wie Picasso in eigener Interpretation gemalt. Also es gibt ja schon Dinge, in denen das wirklich funktioniert. Allerdings, und ich finde, man sieht es auch hier so ein bisschen, das ist nett, aber die Frage ist immer, wie sehr kaufen Menschen einem das wirklich ab? Ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, wieso du das siehst, aber dieses Gedicht speziell jetzt wäre okay für so ein Schulgedicht vielleicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich hier GPT als den nächsten großen Künstler erkenne, in dem es solche Gedichte schreibt. Na gut, man hätte das jetzt noch ein bisschen mehr bearbeiten können. Ja, du hast jetzt einen Prompt eingegeben.
Das hätte man jetzt noch ein bisschen, das hätte schon noch ein bisschen mehr Mühe geben können, dass das lyrische Ich noch kreativer wird. Aber was ich so interessant finde, ist, dass wir Menschen oder wir uns Menschen im Wesentlichen das Kreative zuschreiben. Vor allen Dingen, und das ist ja das Interessante oder auch die philosophische Betrachtung, das Schöpferische, während ja die künstliche Intelligenz auf vorhandenen Informationen zugreift. Ja? Auf der anderen Seite überlege ich mir eben auch, wie weit sind wir wirklich schöpferisch oder assoziieren wir einfach nur Wissen, was wir bekommen haben, neu? Ja, also das heißt, also wann ist es wirklich neu? Wann ist es wirklich unique? Ja. Schwierig. Also finde ich auch eine sehr philosophische Frage am Ende, weil irgendwie erinnert mich das immer an den berühmten Spruch, verzeiht an alle Hörer, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber jedes Design ist wieder nur ein Redesign. Und ich finde das Spannende irgendwie, dass es, also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber es ist ja eigentlich tatsächlich ziemlich oft bei so Mechanismen auch so. Also, wenn es jetzt nicht gerade um Quantenphysik geht, da glaube ich, irgendwie sind wir schon an was dran, was es so noch nicht so ganz gab. Also jetzt auch wieder schon seit 100 Jahren, aber ich meine, davor gab es das Prinzip nicht. Aber ansonsten habe ich immer wieder das Gefühl, dass man es irgendwo schon entdecken kann. Also sobald man irgendwas weiß, irgendetwas, was irgendwer kann oder irgendwie neu ist oder so, dann erkennt man diese Muster auch wieder. Und jetzt wäre meine Frage, das ist ähnlich wie mit der Mathematik. Ist es etwas, was schon immer da war und jetzt haben wir halt unseren Blick dafür geschärft? Oder haben wir es dazu neu entwickelt und dadurch fällt uns auf, dass hier Ähnlichkeiten bestehen? Und um da noch vielleicht kurz hinzuzufügen, worüber rede ich jetzt gerade im Speziellen? Also natürlich wie der Felix Mäusel, der redet die ganze Zeit nur über künstliche Intelligenz. In dem Fall ist es die Das ist korrekt. Graphentheorie in der Mathematik. Und die Graphentheorie ist super interessant, weil die Graphentheorie sowohl auf künstliche Intelligenz sehr gut einsetzbar ist. Also dort eben die Verknüpfung von unterschiedlichen Punkten und wie die miteinander konvergieren und so weiter. Aber auf der anderen Seite auch auf unser Gehirn. Und jetzt und dann wird immer von Mathematikern gesagt, ja, sehr unglaublich, wie gut sich unsere Mathematik dem anpasst. Und jetzt wäre für mich dann die Frage, ähnlich wie eben auch bei Fibonacci oder sonst was, und deswegen sage ich ja, es ist eher was Philosophisches, ist es so, dass wir mit der Mathematik tatsächlich das theoretisch perfekt nachbilden oder haben wir es nur zufällig wieder herausgefunden und es sind einfach lauter existierende Paradigmen, die es halt gibt? Na, interessant. Das wäre vielleicht auch nochmal ein guter Sidekick, dass wir nochmal hier auch ein paar Leute aus dem Team mal zu Wort kommen lassen. Könnten wir vielleicht auch so eine kleine Diskussionsrunde mal anstreben, um mal darauf so ein bisschen zu exponieren. Ich denke da zum Beispiel an den Max. Liebe Grüße an dieser Stelle. Absolut. Ich habe ja schon eingangs gesagt, Felix, dass wir heute diese Podcast-Folge mal dafür nutzen wollen, einmal um Quatsch zu machen, so wie wir das gerne machen, und wie das auch notwendig ist, um uns kreativ und bei Laune zu halten, aber auch so ein paar Insights zu teilen, was gerade so hinter den Kulissen abgeht und da steppt der Bär. Wir haben ja seit eigentlich schon über 10 Jahren hier im Podcast immer wieder das Thema künstliche Intelligenz. Ja, ich habe gerade gestern mal geschaut, was für Blogartikel da veröffentlicht wurden. Immer so eingebettet in dem Thema Digitalisierung. Alles noch nicht so wahnsinnig ernsthaft. Ja, also zumindest eine Außenwahrnehmung. Heute sieht das ganz anders aus, weshalb ich mich auch veranlasst gefühlt habe, mit dir in Abstimmung diesen Podcast hier umzubenennen. In Genius Alliance heißt er natürlich nach wie vor, aber die nähere Erklärung dazu, The Art of AI, also eigentlich unser Titel hier, unser Podcast-Format. Das heißt, unser Podcast-Format wird zu The Art of AI Special. Das heißt, wir tauschen uns auch in Zukunft vielleicht mit dem einen oder anderen Gast nochmal in so eine Dreierrunde oder Viererrunde, so dass es noch übersichtlich bleibt, über das Thema künstliche Intelligenz aus, was das alles für Auswirkungen in den verschiedenen Dimensionen und Ausprägungen und Perspektiven hat. Weil ich glaube, dass wir, ich nenne das gerne die KI-Revolution, an einem Punkt angekommen sind, wo das Thema nicht mehr weg zu diskutieren ist. Also die Frage ist nicht mehr, kommt das, ja, sondern das ist schon da, das Thema, schon seit vielen Jahren schon da. Die Grundlagen für KI schon seit Jahrzehnten da. Ja, also so wahnsinnig neu ist das alles nicht. Aber
Ich glaube, der Hype, den wir gerade erleben, der wird eben dafür sorgen, dass das eben auch bei den Entscheidungsetagen ankommt und in die Diskussionsrunden einfließt. Ja. Absolut. Also ich denke auch, dass, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie wir das Ganze jetzt halt insgesamt weitermachen, aber ich sehe auch, dass das ist nicht mehr wegzudenken. Und im Gegensatz zu, was ich ganz witzig finde, hatten wir auch schon mal kurz letztes oder vorletztes Jahr, als dieser ganze Krypto-Hype war, vor allem mit NFTs, die eigentlich eine sehr gute Technologie sind, aber leider halt sehr für viel, sagen wir mal, Blödsinn verwendet wurden, ist das wieder weg. Allerdings denke ich, dass es bei KI ist es nicht vergleichbar, zumindest das, was generative KI im Moment macht. Das ist etwas, was gekommen ist, um zu bleiben, wie du so schön sagst. Also das wird uns auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Uns sowieso, weil wir uns die ganze Zeit damit auseinandersetzen, beziehungsweise auch Produkte in diese Richtung erbauen. Aber das wird auch den Arbeitsmarkt und, wie du sagst, die Chefetagen nicht mehr loslassen. Das ist als so viel sei gewiss, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ja, und wir haben auch spannende Gäste in den nächsten Wochen und Monaten dazu, unter anderem den Geschäftsführer vom KI-Bundesverband. Das wird eine sehr spannende Folge. Wir haben noch einige andere angefragt, vor allen Dingen aus der, sage ich mal, KI-Szene, führende Unternehmen, Aleph Alpha zum Beispiel, dass wir die Leute hier in den Podcast reinbekommen. Wenn ihr also Fragen habt zum Thema, dann findet euch gern auf der Genius Alliance Space Plattform ein. Dort könnt ihr die Fragen stellen, die wir dann unseren Gästen stellen können. Das könnt ihr als Audioformat einfach hochladen oder uns einfach auch schriftlich schicken, sodass ihr ja im Grunde die Fragen, die ihr habt, loswerden könnt und wir Antworten darauf finden, weil ich glaube, wir müssen einige Antworten finden in der Zukunft, weil sich einfach alles ja, dramatisch verändern wird. Wie würdest denn du, Felix, diese Dramatik vergleichen? Gab es in der Historie irgendein Momentum, wo man sagt, hey, das war der Game Changer für alles? Womit würdest du das gleichziehen? Ich finde es halt immer tatsächlich interessant und auch schwierig, deswegen eine sehr spannende Frage, weil ich persönlich es mit der industriellen Revolution vergleiche. Also ich gehe so weit, das ist vielen zu krass. Also viele sagen ja, sie vergleichen es lieber mit dem Beginn des Internets. Ich muss aber sagen, dass meiner Meinung nach, also wirklich jetzt meiner persönlichen Meinung nach, diese Leute übersehen, dass der Beginn des Internets erstmal nur hieß, dass es jetzt ein paar Lexikon-Seiten online gab und die ersten Leute selber sich eine Webseite gebaut haben. Natürlich kam da auch wahnsinnig viel nach, aber das kam in mehreren Etappen. Der Unterschied hier, würde ich sagen, jetzt bei dieser Art der KI, die sich so stark jetzt entwickelt hat, ist, dass wir von vornherein sehr, sehr mächtige Werkzeuge haben, die in der Lage sind, in kürzester Zeit Dinge zu machen. Haben wir ja jetzt gerade spaßeshalber bei irgend so einem Gedicht oder so gemacht. Für die wir teilweise schon eine ganz beachtliche Zeit gebraucht haben. Und deswegen sage ich, der entscheidende Unterschied, zum Beispiel, wenn es andere Menschen mit der Einführung des Internets vergleichen, was ja auch trotzdem ein riesiger Meilenstein war, keine Frage, oder die Einführung von Social Media oder irgendwas, was in kürzerer Zeit war, dann sehe ich trotzdem, dass der entscheidende Unterschied die Produktivitätssteigerung ist, weil wenn ich jetzt ganz blöd mal frage, was hat das Internet ganz am Anfang für Produktivitätssteigerung gebracht? Also es war davor schon möglich, Fax zu senden, das waren jetzt E-Mail, das war weniger Papier, das ist schon mal ganz gut gewesen. Und es gab auch sonst ein paar Sachen eben, es kam relativ schnell Yahoo und solche Sachen hoch, sodass man schneller Dinge gefunden hat. Aber bis sich das ausgerollt hat, das hat erstmal eine ganze Weile gedauert. Und wir sind jetzt, wenn wir mal, ich würde es einfach so beschreiben, den Chat-GPT-Moment als den Moment nehmen, an dem es anfängt, dass generative künstliche Intelligenz losfährt, dann sind wir davon gerade mal 8 Monate entfernt. Und ich kann jetzt schon sagen, also das ist natürlich auch mein Empfinden, weil ich sehr stark in dieser Welt drin bin, aber die dreht komplett am Rad. Also das verändert sich alles gerade. Und deswegen, ich würde es eher tatsächlich von der Vergleichssetzung mit auch jetzt langer Erläuterung mit der nächsten industriellen Revolution gleichsetzen, weil es wird die Produktivität, die Skalierbarkeit und die Kreativität auf ein komplett anderes Level bringen. Ja, das ist auch in meiner Welt so ein Booster. Ja, ich habe so einen Crawler laufen. Also ein RSS-Feed, Crawler, der mir im Grunde alles filtert, was zum Beispiel an KI-Startups oder KI-Tools veröffentlicht wird. Und da kommst du gar nicht mehr nach mit dem Lesen.
Ja, also was da gerade abgeht. Das nimmt man vielleicht nicht so wahr und das ist ein interessanter Aspekt, der mich damals 2018 auch bewogen hat, das Buch zu schreiben, Digitale Brandstiftung zum Thema Digitalisierung, weil Unternehmen immer so das Thema haben, wo ordne ich mich gerade ein? Ja, also wo befindet sich so diese ganze wirtschaftliche Entwicklung und dieser technologische Vorsprung und wo bin ich gerade mit meinem Unternehmen? Und ich habe da ein Beispiel im Kopf, wo man das für sich selbst mal so machen kann. Wo bin ich denn eigentlich gerade mit meinem Unternehmen? Ja? Für mich ist das der Sprung KI ungefähr so gleichzusetzen wie die Digitalisierung war so dieses Pferdekutschen-Thema. Ja, und das Thema künstliche Intelligenz ist quasi der Sprung zum Tesla. Ja, um jetzt mal eine Marke zu nehmen. Kannst auch jedes andere deutsche Auto nehmen, was irgendwie so smart ist wie ein Tesla. Also dann doch keins. So, das wird. Das hast du gesagt. Nein, aber nur mal, um das klarzukriegen. Das heißt, alle Leute, die jetzt gerade, oder alle Unternehmen, so muss ich ja sagen, deren Digitalstrategie jetzt ist, zu digitalisieren, die hocken halt immer noch in der Pferdekutsche. Ja? Während die Unternehmen, die diesen Prozess schon hinter sich haben, ja, also die über das Thema Digitalisierung eigentlich gar nicht mehr reden, sondern über ihre eigene KI-Revolution im Unternehmen reden, die steigen in Tesla ein. Und jetzt kann man sich nur mal kurz vorstellen, wo man sich da gerade so sieht. Ja? Ist man immer noch in der Digitalisierung der eigenen Prozesse oder ist man schon in dem Prozess zu sagen, man macht das intelligenter, man macht das produktiver, man macht das schneller, erlebnisreicher, ja, und maximiert am Ende seine eigenen Geschäftsergebnisse oder auch optimiert? Oder ist man eher noch in den Standardprozessen? Ich befürchte nur, dass man das dann sehr schwer bis eigentlich gar nicht mehr aufholen kann. Ja, ich glaube, dass ein Unternehmen heute keine Zeit mehr hat, darüber nachzudenken, KI einzusetzen. Ich glaube, dass es eine gewisse Dramatik hat, tatsächlich, also ohne jetzt Angst machen zu wollen, aber es hat bei der Entwicklung, die hier gerade stattfinden, die wir jetzt noch, glaube ich, ein bisschen präziser und detaillierter beobachten, ist das aus meiner Sicht, ist der Zug abgefahren, wenn du jetzt 2000, was haben wir jetzt, 23, das Ja, Thema nicht auf der Agenda da hast. gebe ich dir absolut recht. Also, und wir haben ja jetzt halt auch, das ist ja sehr spannend gewesen in den letzten Wochen und Monaten bei all den Veranstaltungen, bei denen ich war und mit den unterschiedlichsten Sektoren, mit denen wir uns unterhalten haben. Wir haben uns mit Kommunen und Städten unterhalten, ich habe mich mit Banken unterhalten, ich habe mich mit Konzernen und mittelständischen Unternehmen unterhalten. Es gibt schon viele, die das irgendwie auf dem Schirm haben, aber sie können viele, und das merke ich immer wieder, können es gar nicht, überhaupt nicht einordnen. Und für mich ist dann auch das Interessante, dass es dort dann immer einige Leute gibt, und gut, dazu gehöre ich auch dazu, aber die sich dann besser auskennen und die das allerdings sehr unterschiedlich eben dann für sich interpretieren wieder. Ich hatte zum Beispiel mit einem Unternehmensberater zu tun, der sich auch recht gut auskennt, der allerdings bei On-Prem-Modellen dann plötzlich darauf kam, irgendwie, ja, man kann einfach so sich die selbst einbauen oder eben nicht, weil, nee, so, Entschuldigung, es war andersrum, man kann die sich nicht einfach so selber einbauen, weil das wird ja alles immer neuer und immer schwieriger. Und wo ich sage, das ist nicht ganz korrekt in der Entwicklung. Die Entwicklung im Moment, und das ist ja eigentlich das Spannende, da sind wir auch als Firma wahnsinnig gespannt drauf, ist, dass eben OpenAI und Google diesen Vorsprung nicht mehr so lange haben werden, sondern wir gerade schon, und an jeder, der jetzt nochmal Lust hat auf eine Nerd-Karriere in diesem Podcast, schaut euch das Modell Falcon 40B an. Falcon 40B ist ein komplettes Open Source Model, was auch wie GPT funktioniert oder wie ChatGPT eben. Und das man aber komplett kommerziell oder frei oder für was auch immer benutzen darf. Und wir haben jetzt halt in der Firma schon mehr damit zum Beispiel rumgespielt. Und also weit weg von GPT ist das nicht. Und ich will damit einfach nur so das sagen, wir haben uns mit unterschiedlichen Branchen unterhalten. Und unterschiedliche Branchen, dabei auch wieder ganz witzig städtische Verwaltung oder so, kommen auf ganz andere Schlüsse als die Industrie meistens. Die Industrie ist sehr, wie du sagst, teilweise schon alarmiert, teilweise, oh, wir müssen da jetzt unbedingt mitmachen. Und in den Kommunen sehe ich das, wo ich oft ein bisschen Angst bei Deutschland habe in allen möglichen Punkten. Das sind so, ach, das
Geht schon noch. Die Entwicklung ist ja sowieso so neu, dass bei mindestens 5 Jahre, bis wir da aufspringen müssen. Und dann ist es, naja, ich glaube eben nicht. Wobei, da muss ich eine andere Perspektive noch dazugeben. Ich gebe dir recht, das ist gerade bei Behörden und Verwaltungsämtern und so weiter immer schwierig gewesen. Also wenn ich mir anschaue, was wir versucht haben an Projekten zu initiieren, Städte, Gemeinden, Städte, also eigentlich kannst du querbeet da durchgehen, war das immer schwierig, da ein Open Mindset zu finden und zu sagen, okay, wie können wir da rangehen? Aber beim Thema künstliche Intelligenz, ich glaube, Ja, München ist da ganz weit die vorne, sind dabei. Also die sind auf jeden Fall dabei. aufgeschlossen, genau, aufgeschlossen, die sind interessiert, die suchen die Gespräche, ja. Wir haben jetzt auch ein paar Städte angefragt, inwieweit da Interesse wäre an einem Austausch, ja. Die haben sofort zugesagt. Da geht es nur noch um die Terminfindung. Also das Thema ist omnipräsent. Und ich habe immer gehört, in Zeiten der Digitalisierung, wenn die Behörden anfangen, ja, also die Verwaltungen und die Behörden anfangen, die Institutionen, dann ist das Thema Ja, gut, angekommen. das kann sein. Und vielleicht sind sie ja dieses Mal auch ein bisschen besser als normalerweise. Weil leider so dieses, ich erinnere immer nur, ich fahre relativ oft von Österreich nach München. Und in Österreich ist das Netz zum Beispiel, das Handynetz, durchgehend eigentlich perfekt. Das hat fast nie Aussetzer. Und dann kommt man über Freilassing und Traunstein, also Richtung Oberbayern dann. Kein Netz mehr. Und ich hoffe, dass wir bei KI, dass das nicht genauso läuft, dass wir, weiß ich nicht, eine österreichische Super-KI haben. Wird uns zutrauen. Nicht jetzt, weil Österreich so gut ist und sowas, sondern weil Deutschland nicht so gut meistens in solchen Dingen ist. Aber vielleicht haben wir ja dieses Mal eine andere Chance. Also ich würde sehr dafür plädieren und ich würde mich auch gerne in jeder Richtung dafür einsetzen. Ich habe nur Zweifel aus der Vergangenheit mit, aber mit Infrastruktursachen, muss man auch sagen. Ich habe Hoffnung, weil wenn du dir mal anschaust, Entwicklungsländer, ja, die wachsen ja, je nachdem, über welche Region wir reden, aber entsprechend exponentiell. Warum? Weil die gewisse Entwicklungsschritte einfach weglassen. Ja? Und ich sehe uns im Bereich, wenn wir mal den großen Überbegriff Ja. bemühen, Digitalisierung als Entwicklungsland, ja, und sage, okay, ey, Netzabdeckung, ja, das ist was für Warmduscher. Wer braucht Netzabdeckung? Wer braucht Handy im Zug? Ja. Vor allem lustig. Letztens sagt einer zu mir, du, pass auf, wir können telefonieren, ich bin mit dem Zug unterwegs. Dann habe ich gesagt, hast du gerade gesagt, du bist mit dem Zug unterwegs, dann können wir nicht telefonieren. Doch, ich sitze im Ah. Handyabteil. Wahrscheinlich Hat das nicht. was geändert an der Qualität? Also außer er hat im Handyabteil in Österreich gesessen. Nee. Also. Nix. Na. Es war ein deutsches Handyabteil, einen deutschen Zug oder deutschen Bahn. Hat nichts geholfen. Wir konnten nicht telefonieren, das war eine Katastrophe. Aber egal, ja, Mut zur Lücke, ja, einfach mal Ja. diesen Entwicklungsschritt komplett ausblenden, ja, Digitalisierung komplett wegschmeißen, ja, und einfach direkt zu KI gehen und das alles vollautomatisiert aufholen lassen, ja, weil wir ja selber nicht in der Lage waren. Das war die Kritik. Ich glaube schon, dass wir da volle Power haben und ich bin ehrlich gesagt, auch ein bisschen stolz darauf, dass wir jetzt hier mit Atec da mitspielen dürfen, dass wir mit Aleph Alpha tolle Unternehmen in Deutschland haben, tolle Standorte, die hier entwickelt werden und jetzt nicht im Silicon Valley abwandern oder in anderen Tälern Absolut. oder Und also was ich auch mega. nochmal sagen kann, einfach von meiner Seite, das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich finde es trotzdem, weil ich es einfach schön finde, ist, die Community ist auch toll. Also tatsächlich ist es, und zwar international, selbst Silicon Valley. Man denkt immer so in Wirtschaftssachen oder wenn man den großen amerikanischen Präsidenten sieht oder so, dass wir hier ja zwar von Freunden, aber dann auch wirtschaftlichen Konkurrenten reden. Ich kann aber sagen, so von der Tech-Seite her, zum Beispiel Langchain oder, also Langchain ist ein ganz wichtiges Repository um solche KIs zu entwickeln und aber auch OpenAI und andere Startups in dieser Szene, die arbeiten alle zusammen. Also wir sind auch in dieser Community mit drin
Und ich muss immer wieder sagen, ich bin schon fasziniert davon. Da ist niemand, der sagt, ah nein, den Code, das verstecken wir oder so, sondern alle immer, hey, guck mal, was wir Neues haben. Hier, Leute, let's go, bringt es in die Welt. Und wir haben dann vor kurzem einem anderen amerikanischen Startup, das was sehr Ähnliches macht wie wir, und wir haben uns ein bisschen mit denen ausgetauscht, haben wir erzählt, was wir so machen. Und sie haben gesagt, ja, super, wow, wir machen quasi dasselbe, aber anstatt dass sie gesagt haben, oh, das ist ein Konkurrent, ja, durch reden wir gar nicht mehr, haben sie uns erzählt, wie sie es machen. Sie haben uns angefangen zu erzählen, ja, passt mal auf, ihr habt den Schritt ja noch gar nicht, ja, aber wenn ihr mal zu dem Schritt kommt, dann müsst ihr wissen, ihr müsst das verwenden und sonst irgendwas. Also ich finde schon sehr spannend, wie sich die Community an sich da selber aufteilt. Also, oder beziehungsweise wahrscheinlich ist sich auch jeder sehr darüber bewusst, dass es viel zu wenige gibt. Deswegen ist es sowieso, das Spielfeld ist sehr groß für sehr wenige Spieler. Das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, dass es sehr wenige Spezialisten gibt im Verhältnis zu, wer das alles gebrauchen kann. Und wir haben ja gerade festgestellt vor ein paar Monaten, wow, wir Ja. können es eigentlich alle gebrauchen. Ja. Ich finde aber auch nochmal interessant den Gedanken, den du vorhin genannt hattest, das Thema Open Source. Weil das geht ja einher mit der Kultur, die du gerade beschreibst. Auf der einen Seite zu sagen, okay, das haben jetzt wenige Unternehmen, stellen das zur Verfügung, können richtig damit Geld verdienen, ja, oder versus Unternehmen, die das dann wirklich frei zugänglich Absolut, machen. absolut. Also, und da sind auch immer mehr Also das dabei. ist nochmal ein Absolut. Game Changer. Ja. Oh, sorry. Ja. Wir haben, glaube ich, so ein Delay Ja, gerade das hier drin. ist, ich bin. Aber Felix hat mir versprochen. Felix hat mir versprochen, dass wir das Mikrofon dann bald auf die Reihe bewegen, ne? Wegen Tonqualität und so. Ich feiere das ja hier immer, wenn wir sagen, wir machen Podcast, das wäre richtig coole. Naja, einer von uns beiden, Aber wir erzählen die Geschichte dahinter ein einer von uns andermal. beiden hat immerhin ein gutes Mikro. Insofern, also zur Hälfte haben wir es schon. Ja, 50% sind aber auch nur 50%. Das ist wie die Digitalisierung haben wir gemacht, aber KI setzen wir immer noch nicht ein. Nein, nochmal den Aufruf an alle. Ich meine, deswegen gibt es ja dieses Podcast-Format hier. Können wir gleich ein paar mehrere Aufrufe machen. Aber beschäftigt euch für euer Unternehmen, mit eurem Unternehmen zum Thema KI. Und wenn ihr Bock habt, der Felix und ich, wir machen so eine digitale Roadshow und informieren in so kleinen Mikro-Workshops Unternehmen, wie die ganz speziell ihr Thema lösen können. Ob das im Vertrieb, im Marketing, in den Prozessen, in der Fertigung, wie kann ich da KI einsetzen? Also wenn euch das Thema interessiert, dann schreibt uns gerne eine, weiß ich nicht, eine Nachricht, am besten über unsere Plattform oder kontaktiert uns bei LinkedIn. Alle Daten findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr jemanden habt, einen Founder, weiß ich nicht, ein Unternehmen zum Thema KI oder Erfahrungen dazu, Leute, die wir hier an den Podcast einladen können, dann gerne eure Empfehlung, dann machen wir das Absolut, natürlich bin gespannt. unbedingt. Felix, hast du noch was zu Naja, also erzählen? ansonsten kann ich nur erzählen, eben, wir sind auch auf einem guten Weg. Wir haben auch jetzt halt mit Atheno GPT das erste Mal selber sehr interessante, neue, eigene Produkte auf dem Weg, beziehungsweise das eigene Produkt auf den Weg gebracht. Ich bin gespannt, wie das jetzt so also ankommt, beziehungsweise also bei den ersten wird es ja schon eingesetzt und wie wir es jetzt dann im größeren Maße einsetzen können. Und am meisten interessiert mich eigentlich, und das ist auch die Frage für mich auf Dauer, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Und da wären wir eben auch wieder bei diesem ganzen, was du auch schon angesprochen hast, was ich zuvor angesprochen habe. Also, das ist das ganze Open Source Thema. Und da ist es so, dass wir auch selber, wir haben mehrere Versuche am Laufen im Moment. Und was ich jetzt schon mal mitgeteilt hatte, wir haben das teilweise, und das ist wirklich unglaublich, teilweise wirklich auf lokalen Rechnern laufen. Und trotzdem sind die Ergebnisse wirklich gut. Die sind nicht so gut wie von GPT, aber sie sind gut. Und das bedeutet natürlich, dass wir auf dieser Ebene nochmal einen ganz krassen Shift erleben werden. Und da bin ich total gespannt drauf, weil eben im Moment es steht außer Frage, dass wenn wir gute Modelle haben wollen oder
gute Ergebnisse eben selber mit Athene GPT oder wir bauen jetzt dann, sind schon quasi im Hintergrund dabei, Athene GPT in der individuellen Form wie auf unserer Webseite anzubieten, also so, dass es in der Lage ist zu antworten, themenspezifisch und so weiter. Aber das wird natürlich alles nochmal deutlich interessanter, wenn man nicht mehr von den großen abhängig, also immer von den großen abhängig ist. Wir im Moment zum Beispiel brauchen einfach Microsoft im Hintergrund oder wir brauchen zumindest Aleph Alpha oder sonst irgendwer, der halt diese unglaublichen Kapazitäten hat. Allerdings, wie gesagt, was wir jetzt auf dem Rechner teilweise sehen, das ist zwar ein relativ starker PC, aber das ist nicht mal ein Server. Und der ist auch in der Lage, teilweise so eine KI abzuspielen. Und da bin ich am aller, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, weil das wird natürlich eine Bandbreite an Möglichkeiten nochmal eröffnen, die selbst ich mir vermutlich gar nicht vorstellen kann. Wenn jeder so eine Large Language Model KI bei sich rumstehen hat, die irgendwas kann und alles Mögliche helfen kann und so. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich habe eine kleine Vermutung. Ich glaube ja, dass Apple sich da auf was richtig Großes vorbereitet, weil, da freut sich jetzt der Felix, das ist unser Running Gag intern. Eigentlich, wenn man den Felix und mich so sich vorstellt, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das für die ältere Generation, die hier zuhören, I'm a Mac, I'm a PC, diese Filme von früher. Der Felix ist nämlich der Verfechter von PC und diesen ganzen verbundenen Software-Services. Und ich bin voll der Mac-User. Aber was ich sagen wollte, ist, wir sehen ja jetzt schon die Chip-Entwicklung von Apple, ja, die hohe, krasse Performance der Rechner, die ja jetzt auch in den Gaming-Bereich mehr und mehr rein wollen. Ich glaube, dass hinter den verschlossenen Türen, sie sind ja jetzt nicht unbedingt immer die First Mover, ja. Aber wenn die auf den Markt kommen zum Thema Würdest KI, du dann sagen, es wird wird dann das so wie mit bahnbrechend. dieser Schneebrille, die Sie da jetzt haben? Die magst du nicht, ne? Aber ich meine, was ist denn die Oculus Rift? Können wir ja jetzt auch nicht so wahnsinnig geil finden. Dann lieber Schneebrille. Sieht doch total spacig aus. Aber ich meine, hallo, das ist die erste. Ja? Lass uns mal gucken, wie das Ding aussieht in 2 Jahren. Aber ich glaube, da wird sich jetzt, also die Schneebrille ist vielleicht dann noch ein Interface. Allein diese Akkugeschichte müssen die noch lösen. Ne? Das kann nicht sein, dass ich mit dem Kabel dann da hinten irgendwie am Gürtel dann noch einen Akku befestigen muss. So ein bisschen Ja. raumfahrermäßig oder Avatar-Style. aber ja, wer weiß, wo sich das noch integrieren lässt. Aber ich glaube, zum Thema künstliche Ich Intelligenz habe ich die bin noch nicht gespannt. abgeschrieben. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du recht mit dezentralisierter künstlicher Intelligenz. Allerdings, also so von den großen Modellen her, sind sie schon. Also, da sehe ich ehrlich gesagt Microsoft und Google, aber auch Amazon deutlich weiter vorne. Also, da sehe ich Apple gerade ganz weit abgeschlagen. Aber vielleicht haben sie auch. Keine Ahnung, die besseren Researcher und sagen, das ist ziemlich dumm jetzt, weil das so ein kurzer, also ich meine, so ein kurzer Hype insofern nur ist, weil es danach sowieso jeder in seinem Keller machen kann und deswegen lohnt sich das nicht, da jetzt Milliarden zu investieren. Aber also, was ich nur sagen kann, ist, von den Large Language Models her ist Apple sehr mau im Moment unterwegs. Aber kann sein, dass es, also keine Ahnung, ehrlich gesagt habe ich keine Meinung dazu. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, wir werden die nächsten Monate beobachten. Aber also gerade Ja. diese Sprachassistenten, die gehören mal dringend überarbeitet. Ich weiß nicht, wie es deiner Siri geht, aber du hast gar keine. Aber meiner geht es nicht gut. Ja, also der Die Google versteht Assistant mich wird jetzt nicht. dann mit Bard KI Ja, also. ausgerüstet. Da denke ich, wird es interessant, weil das ist dann tatsächlich so das Erste, wo diese Assistants, glaube ich, mal Sinn machen. Aber ich bin auch gespannt, weil aktuell ist der Google Assistant jetzt auch erst zwar, glaube ich, schon, kann ein bisschen mehr als Siri, aber also das ist jetzt unerheblich. Aber wenn der verbunden ist mit so einem Zeug, dann. Ja, da geht noch was. Weil ich glaube, gerade die Smartness, also das Intelligente in Kombination mit einer intuitiven Kommunikation, also Hören und Sprechen, ja, das ist das Game Changing. Also nicht nur das Tippen irgendwie, sondern das nächste iPhone ist halt dann echt nur die Glasscheibe, mit der du quatscht, ja, oder mal ein Foto zeigen kannst und so. Aber ansonsten hast du dieses,
Was ich hasse, ehrlich gesagt, ja, mit dieser Tastatur. Ich weiß nicht, wie meine Kinder das machen. Die machen das so schnell kann ich ja gar nicht gucken. Deswegen sind meine Nachrichten Oder an dich, Sprachnachricht. Felix, immer so kurz. Okay. Ja, eben, ja, absolut. Das ist, aber mach mal einen Sprachnachrichtendialog mit 25 Einträgen. Weißt du nicht mehr, was da drin stand eine Woche später. Das Ja, Transkript fehlt absolut. mir Also noch. da ist ja auch viel. Ja. So, mein Lieber, ich würde sagen, ja, wir machen den Sack zu an dieser Stelle. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Und nochmal der Aufruf an alle, hier mitzumachen. Reicht eure Themen ein, eure Fragen ein. Wir beantworten die, wenn ihr die Roadshow haben wollt, direkt bei euch in eurem Videocall-Programm. Kommen Felix und ich mal rübergerutscht. Ansonsten treffen wir uns auf der Genius Alliance Space Plattform, die wir gerade neu aufarbeiten, umarbeiten, integrieren. Und da wird es dann auch Workshops, Weiterbildungsprogramme, alles kostenlos geben. Also schaut mal vorbei. Wir sind da ganz fleißig hinter den Kulissen dran, um das ganze Thema künstliche Intelligenz hier vollständig zu erschließen. Felix, vielen Dank fürs Dabeisein. Und Absolut, wir danke machen dir. jetzt hier, wir coden jetzt noch ein bisschen.